Also ich dachte ja, dass mich dieses Jahr gar nichts mehr vom Sessel hauen kann. Und dann kommt Kanye West um die Ecke und sagt, dass er Präsident der USA werden möchte. Mein erster Gedanke war nur so, wait, what? Ist es nicht dieser Rapper, der mit Kim Kardashian verheiratet ist und gern mal so krasse Sachen raushaut? It's about whatever I want to make it about. This is my world. I am the number one most impactful artist of our generation. I just told you who I thought I was. A god. Ja gut, Präsident der USA werden ist dann halt auch nicht mehr so weit weg. Bei seinem ersten Wahlkampfauftritt erscheint Kanye West mit schusssicherer Weste. Er erzählt super intime Sachen aus seinem Leben und aus seiner Ehe mit seiner Frau Kim Kardashian West. Am Ende bricht er dann einfach noch in Tränen aus. Okay, seiner Frau Kim Kardashian West war die ganze Sache super, super peinlich und sie hat dann eine Insta-Story gepostet und erklärt, dass Kanye ja an einer bipolaren Störung leidet und dass diese Erkrankung Schuld an seinem Verhalten ist. Was genau ist denn jetzt aber eine bipolare Störung? Was bedeutet diese Erkrankung für Betroffene wie zum Beispiel Kanye West? Das und viel mehr klären wir jetzt in diesem Video. Kanye West geht mit seiner psychischen Erkrankung ziemlich offen um. In Interviews erzählt er zum Beispiel davon und auch in seinen Liedern taucht die Erkrankung immer wieder mal auf. Auf dem Cover seines Albums Ye steht sogar I hate being bipolar and it's awesome. Also ich hasse es, bipolar zu sein und es ist genial. Und das bringt es auch einfach auf den Punkt. Die Krankheit bedeutet nämlich, depressiv zu sein, alles scheiße zu finden und dann aber auch wieder das Leben und sich selbst extrem zu feiern. Es ist ganz normal, wenn sich die Stimmung ändert. Wir alle kennen das. Mal freuen wir uns über irgendwas, mal regen wir uns über irgendwas auf oder sind traurig. Bei Leuten, die unter einer bipolaren Störung leiden, sind diese Stimmungsschwankungen aber nochmal viel, viel krasser. Man spricht hier auch von einer manisch-depressiven Störung, da sich die Phasen der Depression, also alles blöd, und der Manie, alles mega geil, abwechseln. Was genau eine Depression ist, haben wir in einem Video schon mal geklärt. Ich packe euch den Link zu dem Video nochmal in die Videobeschreibung. So, was genau ist denn jetzt aber eine Manie, beziehungsweise was kann man sich darunter vorstellen? In einer manischen Phase haben die Betroffenen mega gute Laune, ohne dass es irgendwie einen besonderen Grund gibt. Sie sind so richtig on fire, also voller Tatendrang. Sie sind viel leistungsfähiger als sonst, super kreativ, selbstbewusst und auch tagelang wach, ohne zu schlafen. Betroffene empfinden Schlaf oft als absolute Zeitverschwendung. Sie starten so wie Kanye große Projekte und trauen sich alles zu, halt auch Präsident der USA zu werden. Falls ihr euch jetzt denkt, yo, das ist doch eigentlich voll cool, ich will das auch mal haben, glaubt mir, das möchtet ihr nicht. So eine Manie kann nämlich auch echt richtig gefährlich werden. Betroffene sind während so einer manischen Phase nämlich total leichtsinnig unterwegs. Sie überschätzen sich selbst und verlieren so den Bezug zur Realität. Sie können zum Beispiel Unsummen an Geld ausgeben, was sie gar nicht haben. Denken, sie haben Superkräfte und können die Welt retten. Oder sie denken, dass sie fliegen können und springen vom Dach. Außerdem verlieren viele jegliche soziale Hemmungen, quatschen also zum Beispiel jeden einfach so an und flirten auch viel mehr, als sie es sonst tun würden. Wenn man Betroffenen sagt, hey, gib mal nicht so viel Geld aus oder das ist kompletter Schwachsinn, den du da gerade machst, werden sie super schnell gereizt. Was auch noch ein Problem ist, ist, dass die Betroffenen diesen manischen Zustand selbst total feiern, gerade wenn die manische Episode nach einer Depression kommt. Sie sehen überhaupt nicht, dass es irgendwie Probleme gibt und müssen deshalb häufig gegen ihren Willen in der geschlossenen Abteilung einer Psychiatrie behandelt werden. Wenn die manische Phase dann vorbei ist, dann bereuen Betroffene meistens das, was sie getan haben. Für Kanye West ist das natürlich auch super unangenehm, weil die ganze Welt einfach mitbekommen hat, was er wieder während der Manie gesagt oder gemacht hat. Depression und Manie sind bei der bipolaren Störung nicht immer klar getrennt. Es gibt auch sogenannte gemischte Episoden. Hier wechseln sich dann manische und depressive Phasen entweder ganz schnell ab oder treten sogar gleichzeitig auf. Wenn sie zusammen auftreten, dann kann das auch nochmal richtig gefährlich werden. Betroffene können sich durch die Manie on fire, also so voller Tatendrang fühlen, sind aber durch die Depression super deprimiert und hoffnungslos. Eine echt gefährliche Kombi, die auch zum Suizid führen kann. Um die 30% der Menschen, die an einer bipolaren Störung leiden, begehen mindestens einmal in ihrem Leben einen Suizidversuch. An dieser Stelle ist mir wichtig zu sagen, holt euch bitte unbedingt Hilfe, wenn es euch nicht gut geht. Alle Infos, die ihr braucht, findet ihr in der Videobeschreibung und ihr seid auf gar keinen Fall alleine. Es gibt verschiedene Typen der bipolaren Störung. Bei der bipolaren Störung 1 wechseln sich depressive und manische Phasen ab. Bei der bipolaren Störung 2, die nochmal häufiger vorkommt, haben die Betroffenen auch diese depressiven
Phasen. Die manischen Phasen sind aber schwächer und nicht so extrem wie bei der bipolaren Störung 1. Man spricht hier auch von Hypomanie. Dann gibt es noch eine mildere, aber dafür chronische Form der bipolaren Störung. Für mindestens 2 Jahre am Stück kann man hier deutliche Stimmungsschwankungen beobachten. Die depressiven und die manischen Phasen dauern meistens so zwischen 2 und 3 Monaten. Wenn man nicht gerade unter dieser milderen, chronischen Form leidet, dann können zwischen den Krankheitsepisoden auch mal Monate oder sogar Jahre liegen, in denen es den Betroffenen eigentlich gut geht. So eine bipolare Störung kommt also immer wieder und 10-15% der Betroffenen haben mehr als 10 Episoden in ihrem Leben. An einer bipolaren Störung leiden weniger Leute als an einer reinen Depression. Man schätzt, dass so um die 1-5% der Menschen irgendwann in ihrem Leben mal daran erkranken. Bei Depressionen sind es ja sogar bis zu 20%. Frauen und Männer sind hier gleich häufig betroffen. Meistens tritt die Störung so im jungen Erwachsenenalter zum ersten Mal auf. Es kann aber sein, dass es ewig dauert, bis die bipolare Störung überhaupt richtig diagnostiziert wird und dann auch behandelt werden kann. So war es übrigens auch bei Kanye West. Es ist nämlich so, dass viele Betroffene während einer depressiven Episode Hilfe suchen. Die manischen Episoden finden sie ja meistens super. Deswegen wird die bipolare Störung auch häufig mal als Depression fehldiagnostiziert. Auch mit Schizophrenie wird die bipolare Störung wegen diesem Wahnhaftigen häufig mal verwechselt. Dabei ist es so wichtig, dass eine bipolare Störung so schnell wie möglich diagnostiziert und behandelt wird. Es ist nämlich so, je früher man eine bipolare Störung behandelt, desto besser ist es für den Krankheitsverlauf. Außerdem kann man durch eine schnelle Behandlung Suizidversuche oder auch Missbrauch von Drogen, Medikamenten und Alkohol der Betroffenen häufiger vermeiden. Ihr könnt es euch bestimmt schon vorstellen, dass so eine bipolare Störung nicht nur für die Betroffenen selbst, sondern auch für die Mitmenschen wirklich schwierig und belastend ist. Gerade für eine Beziehung und auch für den Job ist es echt nicht leicht. Schnell Hilfe zu bekommen ist deswegen echt Gold wert. Wie diagnostiziert man eine bipolare Störung? Wie eigentlich bei allen anderen psychischen Störungen auch, gibt es da keinen Bluttest oder so, der irgendwie wie so ein Schwangerschaftstest anzeigt, bipolare Störung, ja, nein. Die Diagnose kann nur durch intensives Befragen gestellt werden. Der Psychotherapeut bzw. die Psychotherapeutin stellt dann Fragen wie: Waren Sie in den letzten Wochen ungewöhnlich aufgekratzt? Hatten Sie das Gefühl, unter Strom zu stehen? Und haben Sie Schwierigkeiten, nachts durchzuschlafen? Es ist also super wichtig, dem Psychotherapeuten bzw. der Psychotherapeutin ganz genau die Stimmung, die Gefühle und auch so das Erleben zu beschreiben. Auch die Angehörigen können hier dann befragt werden. So, jetzt hat man die Diagnose bipolare Störung bekommen. Wie geht es denn jetzt weiter? Bei der Behandlung einer bipolaren Störung bekommt man meistens Medikamente in Kombi mit einer Psychotherapie. Ziel ist es, die Betroffenen zu stabilisieren, dann diesen stabilisierten Zustand aufrechtzuerhalten und Rückfälle zu verhindern. Je nachdem, ob der oder die Betroffene gerade unter einer depressiven oder unter einer manischen Episode leidet, bekommt er oder sie unterschiedliche Medikamente. Besonders effektiv zur Stimmungsstabilisierung ist zum Beispiel Lithium. Warum Lithium jetzt aber so gut hilft, das weiß man bisher noch nicht so genau. Was man aber weiß, ist, dass Lithium echt krasse Nebenwirkungen haben kann. Man hat Medikamente gefunden, die einigermaßen gut helfen. Die Psychotherapie ist dabei eher nebensächlich geworden. So eine Psychotherapie ist aber trotzdem super, super wichtig. Dort lernt man nämlich unter anderem, was es überhaupt bedeutet, bipolar zu sein, die Krankheit zu akzeptieren und auch, wie man so im Alltag gut damit klarkommt. Außerdem kann eine Psychotherapie auch dabei helfen, mit möglichen Begleiterkrankungen wie zum Beispiel Angststörungen oder aber auch Drogenmissbrauch klarzukommen. Eine bipolare Störung begleitet die Betroffenen oft das ganze Leben. Trotzdem können Medikamente und auch Psychotherapie helfen, diese Stimmungsschwankungen so halbwegs in den Griff zu bekommen und die Episoden zu verringern. So, eine Frage bleibt jetzt aber noch offen. Wie kommt es zu einer bipolaren Störung? Kann das jetzt irgendwie jeder oder jede bekommen? Und was ist da eigentlich im Gehirn los? Eine bipolare Störung tritt häufiger innerhalb einer Familie auf. Wenn also zum Beispiel die Mutter oder der Vater erkrankt sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind auch erkrankt, höher. Dadurch weiß man, dass die Erkrankung zumindest zum Teil in unseren Genen steckt.
Es gibt jetzt aber nicht dieses eine Bipolaritätsgen. Man geht davon aus, dass viele verschiedene Gene an der Entstehung beteiligt sind. Durch kritische Lebensereignisse wie zum Beispiel schwere Krankheiten, Mobbing oder auch Trennung kann außerdem das Risiko steigen, an einer bipolaren Störung zu erkranken. Man hat herausgefunden, dass im Gehirn von Betroffenen die Neurotransmitter nicht im Gleichgewicht sind. Neurotransmitter sind ganz vereinfacht gesagt so Botenstoffe, die im Gehirn bei der Weiterleitung von Signalen helfen. Die bekanntesten sind wahrscheinlich Dopamin und Serotonin. Durch dieses Ungleichgewicht der Neurotransmitter entstehen dann die depressiven und die manischen Phasen. Und die Medikamente können dann helfen, die Ausschüttung zu kontrollieren und das Ganze wieder ein bisschen mehr ins Gleichgewicht zu bringen. Ich hoffe, ihr könnt jetzt ein wenig besser verstehen, was bei Kanye West und auch bei allen anderen Betroffenen los ist. Aber sagt mal, wart ihr genauso überrascht wie ich, als Kanye West kandidiert hat, oder habt ihr sowas schon geahnt? Schreibt das mal in die Kommentare. Wenn ihr jetzt nur so denkt, boah, scheiße, das trifft irgendwie alles auf mich zu und ihr verunsichert seid, dann sucht euch wirklich unbedingt Hilfe und vertraut euch jemandem an. Ihr braucht da wirklich, wirklich keine Angst haben und je schneller euch geholfen wird, desto besser. Ansonsten bleibt mir noch zu sagen, es ist so, so schön, dass ihr alle da seid. Wir sind jetzt einfach mal über 70.000 Psychologieks, das ist der reine Wahnsinn. Fühlt euch auf jeden Fall alle virtuell von mir gedrückt und bis nächste Woche. Kennt ihr schon kurz gesagt einen meiner Lieblingsfunkkanäle? Ich find's mega nice, wie sie so schwierige Themen verständlich und animiert rüberbringen. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei und wenn ihr mehr über die drei krassesten Experimente in der Psychologie erfahren wollt, dann schaut euch auf jeden Fall mein Video von letzter Woche an.